Die letzten Monate ist für Verena nicht gut gelaufen. Sie hat wieder viele Bewerbungen geschrieben. Ein Teil wurde abgesagt und ein Teil ist nicht beantwortet worden. Aber Verena will einfach nicht aufgeben. Denn sie will es sich selbst beweisen, dass man mit 51 Jahren auch noch eine Arbeit bekommt und nicht auf das alte Eisen gestellt zu werden. Verena hat nicht nur die Probleme mit der Arbeit, sondern auch mit ihrer Bank. Denn wenn sie was abheben will von ihrem Konto, muss Verena immer wieder bitten und beten, dass sie ein Geld bekommt. Sie will oft nicht mehr in die Bank gehen, denn die Angestellten schauen sie an, als würde sie sagen, dass sie wieder ein Geld braucht. Verena würde am liebsten umdrehen und wieder gehen, aber sie braucht das Geld, denn sie hat kein Auto. Wenn sie ein Vorstellungsgespräch hat, muss sie mit dem Zug fahren und so eine Karte ist auch nicht billig. Sie hat noch einen Kredit offen, aber sie weiß nicht, wie viel es ist, denn Verena machte den Kredit im Jahr 2000. Damals war sie 37 Jahre alt. Verena ist damals von der einen Bank weggegangen, weil sie dort auch kein Geld mehr bekam, obwohl sie eine Arbeit hatte. Aber sie musste bei der alten Bank wieder einen Kredit aufnehmen, um ihr Konto auf den Gleichstand zu bringen. Dann kam im Jahr 2000 eine Hochzeit von einer Freundin und sie meinte, ob sie als Beistand gehen wolle. Verena sagte zuerst ab. Denn sie hatte das Geld nicht, als Beistand zu gehen. Aber die Freundin sagte, dass sie ihre Hochzeit selber zahlen. Sie müsste nur als Beistand gehen, denn sie hat keinen und kostet ihr kein Geld, außer nur ihre Unterschrift beim Standesamt. Verena hatte damals sehr vertrauensvoll, obwohl Mine ihr sagte, sie solle es nicht durch den Kopf gehen lassen. Aber die Braut redete Verena so ein, dass sie sich Verena entschloss, als Beistand zu gehen. Wenn sie damals gewusst hätte, was auf ihr noch alles zukommt, hätte sie das nicht gemacht, denn die Braut bestellte sich die Band, wo Verena Ex-Freund mitspielte. Zuerst war es Verena unangenehm, aber dann kam Siegfried zu einem Gespräch, denn die Braut konnte ihre Wünsche selbst entscheiden. Und da Verena als Beistand ging, meinte Siegfried, dass sie Prozente bekomme. Weil Verena hat beschlossen, dass sie die Band bezahlen wolle und dass sie für die Braut das Hochzeitsgeschenk. Aber dass Verena dadurch in Schulden kam, das sah sie damals nicht, denn sie war einfach zu blind und zu sehr vertrauensvoll. Die Hochzeit fand am 27.05.2000 statt. Obwohl Verena kein Geld hatte, nahm die Braut sie aus wie eine Weihnachtsgans. Denn am nächsten Tag hatte sie nur noch 10 Schilling in der Tasche. Denn im Jahr 2000 gab es noch keinen Euro, sondern da war noch der Schilling. Eine Freundin von Verena fragte sie am nächsten Tag, wie es bei der Hochzeit war. Verena erzählte ihr alles und auch, dass sie ausgenommen wurde und nur noch 10 Schilling in der Tasche hatte. Verena ist verzweifelt, denn sie bekam von ihrer Bank kein Geld mehr. Und sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Die Freundin half ihr und gab ihr den Rat, dass sie die Bank wechseln soll. Und sie kennt einen Bankleiter, der Verena helfen will. Verena und die Freundin fuhren am Montag gleich zu der Bank, denn der Bankleiter wusste schon Bescheid und wartete schon auf die beiden.
Der Bankleiter übernahm die Schulden von Verena, sodass sie von der anderen Bank wegkam, um bei der Volksbank ein neues Konto zu machen. Verena wusste nicht die Bank bezahlen, wenn sie es nicht wollte. Aber Verena wollte es nicht, denn sie glaubte, dass ihr Ex-Freund Siegfried die versprochenen Prozente gab. Aber es kam ganz anders, denn das Versprechen hielt Siegfried nicht und sie musste den genannten Betrag bezahlen. Sie bekam nur eine Unterschrift, sodass sie es beweisen konnte, dass sie den Betrag bezahlt hatte. Verena war sehr enttäuscht von ihrem Ex-Freund Siegfried, denn sie hatte sich gedacht, weil sie einmal zusammen waren, dass er ein bisschen von dem Betrag nachließ. Verena wusste, dass sie nur ausgenutzt wurde und es ist für ihr eine Lehre gewesen, denn sie hatte wieder was dazugelernt. Denn ein altes Sprichwort sagt, man lernt nie aus und man kann nur etwas dazulernen. Und für Verena war es eine große Lehre. Kein zweites Mal würde es Verena nicht mehr passieren, dass sie ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Verena machte den Vertrag mit der Volksbank, denn sie vertraute dem Bankleiter, was sie in den Jahren erfahren, dass auch ein Fehler war. Verena brach den Kontakt mit der Braut ab und sie konnte der falschen Schlange nicht mehr ins Gesicht schauen. Weil sie hatte auch keinen Beistandsvoto bekommen und das wäre schon schön gewesen, wenn dieses Foto bekommen hätte. Für sie war es nur eine Erinnerung gewesen an diese Hochzeit, wo sie reingelegt wurde. Aber Verena will es vergessen, so schnell sie konnte. Denn sie will wieder nach vorne schauen und es soll wieder mit ihr bergauf gehen. Auch Nina meinte, dass sie es schon schaffen wird, denn sie hat schon sehr viel geschafft. Das Erlebnis mit der Hochzeit wird Verena für ihr Leben nicht mehr vergessen. Denn sie hat es aus Mitleid gemacht und sie wurde nur ausgenutzt. Die Volksbank half Verena, sie musste einen Kredit dazu aufnehmen, denn sie musste noch die Bank bezahlen und sie machte einen Rahmen beim Konto. Sie konnte so viel Geld herunternehmen, bis der Rahmen voll ist. Verena stellte sich das leichter vor, als es war. Denn obwohl sie sparte, denn sie ging kaum auf einen Kaffee, aber das Geld war dann wieder verbraucht. Verena arbeitete noch in ihrer Firma und sie hat auch noch ihr Auto, aber dann kam das nächste Problem. Verena hatte nur ein kleines Zimmer. Sie musste von dort ausziehen und sie hatte einen Monat Zeit, um sich eine neue Wohnung zu suchen.